So, jetzt gibt's mal wieder richtig auf die Fresse. Alles wartet drauf. Unglaublich, oder? Herzlichen Glückwunsch, Bundesregierung. Ab 1. Juli 300 Euro Diätenerhöhung. Danke, alle mal einen Applaus dafür. Aufgrund der aktuellen Informationen, heute in Karlshagen passiert. Heute in Karlshagen passiert. Achte Klasse. Eine achte Klasse in Karlshagen. Schulausfall. Und warum? Sind keine Lehrer da. Komplett. Aber 10 Euro. Nein, 100 Euro. Nein, 1000 Euro. Nein, 100. Wie heißt das Ding, mit dem die gut umgehen können? Wie heißt die Währung? Wie heißt die nochmal? Milliarde. Milliarde. 10 Milliarden Unterstützung Deutschlands für Kinder und Rentner, würde ich mir wünschen. Nein, für Indien. Applaus bitte dafür. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön im besten Deutschland aller Zeiten? Ist das nicht schön? Herrlich. Früh am Morgen, du sitzt in Karlshagen auf der Terrasse. Die Jungs drüben, die auch im Auto da drüben sitzen, sind im Kindergarten. Drei Antennen. Kannst gar nicht mehr telefonieren. Ständig Störgeräusche drin. Da ist er. Da ist er. Der von der Antifa. Martin Blumentritt. Und der andere, David. Und der andere, Falco. Ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, wir sind bei der Antifa. Wie kann man nur so dämlich sein, sowas zu sagen? Unglaublich. Unglaublich, weil, nee, Beruf gelernt, nicht kriminell und nicht Vorstand der Finanzen von Pfizer und Moderna. Warum tritt denn der finanzielle Vorstand von Pfizer und von Moderna zurück? Warum? Weil die keine Angst haben, nicht weil die schlau sind. Wenn ein Verbrecher zurücktritt, ist er dann schlau? Ist er dann schlau? Nee, ist er nicht. Er wäre einfach nur voller Blut, wenn er sagen würde, ich möchte mich in aller Form bei der Milliarden Weltbevölkerung entschuldigen für den Great Reset, den wir vorhaben und den wir durchziehen werden. Und um den Worten von meinem Freund Mike Waag, den wir hoffentlich jetzt grüßen, wenn ich sage, hallo Wolgast und alles, schreibt mal bitte, hallo Ribnitz-Damgarten, okay? Hallo Wolgast! Ohne Probe, astrein. Wir machen es nochmal richtig laut. Hallo, Wolgast! Hallo, vielen, vielen Dank. Wie kann man nur so blöd sein? Orga-Team-Mitglieder, die sagen, sie sind Patrioten. Natürlich sind wir alle Patrioten. Alle. Bei Tamara Danz auch. Elefanten eingebaut. Wir schämen uns doch nicht für unser Sein. Oder tun wir das? Naja, nein, nein. Schämen wir uns für uns? Nein! Schämen wir uns für uns? Nein! Sehr schön. AstraZeneca-Chef, 3 Tage vor Nikolaus. Immunschwache Menschen dürfen nicht geimpft werden. Und warum fährt man nicht zum AstraZeneca-Chef und sagt, die Acht um die Hände? Du hast gesagt, du gehst nicht zu den Regierungen und sagst, machst es nicht. Aber sie machen's. Und jetzt kommen wir zum dümmsten und kriminellsten Schwein auf dieser Welt. Wir alle brauchten mal einen dunkelhäutigen Präsidenten in Amerika wieder, oder? Barack Obama. Pfui Teufel. In Verbindung mit Clinton und Bush. Millionen von Menschen umgebracht. Und der Typ geht. David, könnt ihr ganz kurz? Der Typ geht an die Stanford University. Das ist so wie
Wenn man auf Usedom ein Gespräch mit Wolfen mir haben darf, also eine ganz intelligente Stelle, ja? Ist so, gefährlich, aber intelligent. Geht er hin und sagt folgenden Satz. Als Mensch, der Millionen von Kindern und Frauen umgebracht hat durch seine Kriege. Und sagt folgenden Satz. Die Impfkampagne ist ein klinischer Versuch an Milliarden von Menschen. Kann man mal klatschen, oder? Großartig. By the dark early lights. Sehr schön. Die singende Hymne übers Abschlachten von Indianern und feiern noch dabei. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zur Fahne im Wind. Christian, ich stehe lieber und sitze nicht gerne aufgrund meiner Jugend. Die neue Weltordnung wird eingeführt, wenn die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg beendet sind. Ein originaler Satz von Christian, der größten Fahne im Wind Deutschlands, Finanzminister Lindner. Den Applaus mal bitte. Das sind doch ehrliche Worte, oder? Toll, toll. Prima. Ast rein. Ich finde das gut. Ich mag Menschen, die Wahrheit sagen. Ehrlich, er sagt es ja wenigstens. Ja, und ansonsten Hut ab. Manuela Schwesig in Neubrandenburg. Ich möchte mal allen sagen, ich habe eine ganz tolle medizinische Betreuung genossen. Ganz toll. Und mir ist aufgefallen, dass selbst die Putzfrau ist ganz dolle wichtig in Deutschland. Die ist so wichtig. Und deswegen möchte ich gerechte Löhne haben. Und ich möchte Gerechtigkeit. Na, wenn es Gerechtigkeit gibt, dann fahr aufs nächste Polizeirevier und zeig dich selber an, Manuela Schwesig. Ja. Und wenn am 8. Mai dann am Tag der Befreiung die Mutti vielleicht kommt, die Mutti, ja? Die Frau, die in ihrem Leben nie eine Kniebeuge gemacht hat, aber es in unseren Kindern gefordert hat, ja? Wenn die nach Wolgast kommt und sagt, Stefan Weigler, weine ich, ist nicht schlimm. Du musst endlich wieder arbeiten. Ja, du musst wieder arbeiten. Tag der Befreiheit. Tag der Befreiheit, hat sie gesagt. Ja. Auf den Spuren von Annalena. Mit dem Tierpanzer, wa? Herrlich, herrlich. Ich liebte dieses Land mal. Ich liebe es immer noch. Aber Fakt ist eins, Leute, wer wählen darf in Wolgast, wählt einfach. Entwertet diesen Wahlzettel. Von oben links nach unten rechts und von oben rechts nach unten links. Wählt überhaupt keinen Kandidaten. Nicht einen. Wählt nicht einen. Alle. Entwertet ihn. Und schon muss ein Volksvertreter eingesetzt werden. Ich bleibe dabei. Ich bin für jemanden, der aus Frankfurt-Oder kommt. Mehr sage ich dazu nicht. Dann hätten wir alle wieder Handwerksberufe. Aber zahlt auf das Spiel nicht rein. Auf Elsässer. Auf die AfD. Boah, ekelhaft. Voll Teufel. An die Fleischtöpfe. 4 Mann von denen haben für Waffen gestimmt im Bundestag. 4 Mann von der Heilsbringer-Partei Alternative für Deutschland haben im Bundestag dafür gestimmt, dass wir Waffen in die Ukraine liefern. Toll, oder? Hey! Ist eine astreine Partei, muss ganz ehrlich sagen, ehrlich. Ist eine super Partei. Dann wäre ich wenigstens für Kevin Kühnert, dann weißt du, dann hast du jemanden, der ist dumm, der hat nichts gelernt. Und er sagt, ich bin deiner Meinung oder eurer Meinung, aber wir können nichts machen. Oder die Baumschule besucht, genau. Es ist wirklich leichter Holz zu schweißen, als eine Frau zu verstehen. Das stimmt. Ja, ist so. Ist so. Ist wirklich so. Ja? Es ist auch leichter, ein Bier zu trinken, als es zu öffnen, Elisa. Aber es ist
in Deutschland das Leichteste, sein Volk zu betrügen. Und wie es Mike sagt, in Ribnitz-Damgarten. Und Menschen zu bezeichnen als Täter. Wie ich das auch mache. Für meinen Freund Mike Waag aus Ribnitz-Damgarten. Der den großen Satz sagte, wer jetzt noch hinter der Gardine sitzt, macht sich zum Täter. Und das ist einfach so. Und wenn wir dann irgendwann dastehen und endlich ein S oder ein SZ an die ganzen Autos dran machen und es dann Polizei heißt oder wie wir heute gelernt haben, wie war das? Nicht Tümpelpravda, wie war der Begriff? Die Tümpel, naja gut, das haben die Amis nicht verdient. Ich bin ja für Ostseepravda oder für Tümpelpravda. Das wäre sehr schön. Muss man sich überlegen, was hier los ist. Jeden Tag 300 bis 500 Soldaten in Peenemünde. Wir haben ja keine Probleme. Lewandowski und Haaland pokern, ob sie im nächsten Jahr für 25 oder 35 Millionen Fußball spielen. Ich bleibe dabei. Fußballer wären bei mir in der Zeit Arbeitslose, die arbeiten dürften, weil sie uns alle ins Gesicht gespuckt haben. Wir sind stolz, dass es euch gibt, dass es uns gibt. Weil sie können uns unser Leben nehmen. Aber niemals unsere Freiheit! Ab geht er, wir sehen uns gleich. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Gracias.